sichtbar gute Laune am zweiten Wettkampftag beim Tischtennis im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics in Berlin. Und das aus gutem Grund. Während es nämlich draußen Tropfen regnete, hagelte es in der Halle Schmetterbälle über die Netze der grünen Tische. In jeweils zwei Wettkampfklassen zeigten die über 400 Jungs und Mädels, warum sie es bis nach Berlin geschafft haben. Und natürlich hatte in den Köpfen nur eines Priorität. Die Zielsetzung ist natürlich der erste Platz, aber wir wissen genauso, dass unsere Gegner aus Düsseldorf mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar besser, und dass wir auch ein sehr enges und spannendes Finale, einem sehr spannenden Finale entgegenschauen werden. Und das hätte spannender wohl kaum sein können, ob im Einzel oder Doppel, beide Schulen schenkten sich nichts und wurden gegen Ende des Turniers völlig zu Recht zum absoluten Publikumsmagneten in der Max-Schmeling-Halle. Doch auch an den anderen Tischen ging es heiß her. Im Kampf um Platz 3 standen sich die Jungs des Pierre de Coubertin-Gymnasiums Erfurt und die Sportler der Olympiapark-Pölchau-Schule in Berlin gegenüber. Dies sorgte für beeindruckende Ballwechsel und den einen oder anderen Aufschrei. Die Thüringer spielten vor allem im Einzel mit sichtlich Herzblut und konnten sich so einen Platz auf dem Treppchen sichern. Naja, erstmal ist es natürlich total toll, dass wir jetzt den dritten Platz erreicht haben. Es war mehr, als wir uns hier erwartet haben. Und natürlich ist es dann auch umso schöner, wenn man natürlich noch über seinen Erwartungen spielen kann. Auch wenn es nur für Bronze gereicht hat, an die Abschlussparty morgen war trotzdem schon zu denken. Also auf jeden Fall, das muss man natürlich dann auch, gerade wenn man sportlich sein Ziel erreicht hat, nimmt man das natürlich auch mit. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie es noch bei den anderen läuft, im Finale dann, und ja. Und da gab es einiges zu sehen. Vor allem im Einzelmatch von Adam Janicki war deutlich zu sehen, dass beide Schulen die Favoritenrolle nicht ohne Grund tragen. Zwar konnten die Hessen nach einigen Spielen mit 2:1 in Führung gehen, diese konnten ihnen die Düsseldorfer jedoch in den folgenden Matches wieder abnehmen. Haben es vielleicht auch etwas zu locker genommen, haben Chancen gehabt und die leider liegen lassen. Und unsere Gegner haben sich natürlich auch gut gepusht, waren gut drauf. Und ich glaube, es war dann auch das Entscheidende, dass sie dann am Ende in Lauf kamen und Punkt nach Punkt noch für sich geholt haben. Die Jungs vom Main machten es ihnen nicht leicht, doch nach fast einer Stunde konnten die Düsseldorfer das Ding für sich entscheiden und machten ihre Schule damit zum Bundessieger. Und auch hier war trotz Niederlage wieder ein Thema ganz besonders in den Köpfen vertreten. Wir hätten es uns natürlich erhofft, mit einem anderen Ergebnis in die Party zu gehen und ja, dann vielleicht nochmal ausgiebiger zu feiern. Aber natürlich, das ist natürlich auch ein Grund, warum man hier zur JTFO kommt. Die Feier ist natürlich eine coole Veranstaltung. Und da wird der Spaß dann ganz bestimmt kommen, versprochen.